Verbindungsprobleme in Valheim. In Valheim kämpfst du dich im Setting der nordischen Mythologie durch die verschiedenen Biome und versuchst dabei sowohl alle möglichen Bosse zu besiegen, während du zugleich aufpassen musst, dass du nicht den Löffel abgibst. So in der Theorie, wenn man problemlos spielen kann. Hier und da können nämlich einzelne Spieler anstatt mit Aegti oder Moda mit Problemen wie Verbindung fehlgeschlagen kämpfen. Diese Probleme können verschiedene Gründe haben, aber einer sticht heraus. Der Verbindung fehlgeschlagen Fehler. Tausende von Spielern sind von diesem Problem betroffen und suchen nach Antworten. Leider hilft die Unklarheit dieses Fehlers nicht unbedingt, ihn zu beheben. Deshalb haben wir dieses Video erstellt, um einige Möglichkeiten aufzulisten, die häufig eine Lösung für dieses Problem ist. Am Ende des Videos hast du hoffentlich deine Verbindungsprobleme gelöst, sodass du wieder mit deinen Freunden spielen kannst. Es gibt 7 primäre Methoden, das Verbindungsproblem zu beheben. Von der Zulassung des Firewall-Zugriffs bis zur Überprüfung deiner Spieldateien. Wir empfehlen dir, die Möglichkeiten nach und nach anzuwenden und auszuprobieren, da nicht immer klar ist, was denn nun das Problem verursacht. Behalte das im Hinterkopf, wenn du folgende Methoden durchgehst. Deinen Server überprüfen. In Fällen, in denen alle Spieler von diesem Problem betroffen sind, sollte die erste Anlaufstelle dein Server sein. Überprüfe also deinen Serverstatus. Wenn er offline ist oder gerade neu gestartet wird, könnte das die Situation erklären. Geh dazu in dein Webinterface und schaue in der oberen Leiste nach. Stelle sicher, dass dein Server gestartet ist und aktiv läuft. Andernfalls werden die Spieler weiterhin Probleme haben, deinem Server beizutreten. Alternativ kannst du auch in deine Übersicht aller Server schauen und dir anschauen, welche Farbe dein Server zurzeit hat. Grün heißt alles in Ordnung, gelb heißt, dass dein Server versucht neu zu starten und rot bedeutet, dass dein Server zurzeit offline ist. Spieldateien verifizieren. Die nächste Möglichkeit wäre, deine Spieldateien auf Steam zu verifizieren. Das ist die nächste ideale Methode für alle, bei denen ein Verbindungsfehler auftritt. Auf diese Weise überprüft wird, ob Dateien auf deinem Computer fehlen. Es kann zum Beispiel bei einem Update passieren, dass eine Datei fälschlicherweise fehlt oder korrumpiert ist. In diesem Fall kann auch solch ein Problem auftreten. Wenn es also ein Problem gibt, wird Steam es automatisch für dich beheben. Mache dafür in deiner Steam-Bibliothek einen Rechtsklick auf Valheim und geh in den Tab Installierte Dateien. Wähle hier nun die Option Dateien auf Fehler überprüfen aus. Nun musst du warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Besteht das Problem danach weiterhin, wäre die nächste Option dein Router neu starten. Eine andere Möglichkeit, Verbindungsfehler in Valheim zu beheben, besteht darin, deinen Router neu zu starten. Je nachdem, wie alt dein Gerät ist und wie lange es schon ununterbrochen läuft, kann es durchaus mal passieren, dass sich dein Router mal aufhängt. Hat dein Router keine Extra-Tasten zum Neustarten oder Herunterfahren, dann musst du ihn manuell dazu zwingen. Hierfür musst du nur den Router ausstecken und etwa 30 Sekunden warten, bevor du ihn wieder anschließt. Versuche danach erneut, deinen Valheim-Server beizutreten, um zu überprüfen, ob der Fehler danach behoben wurde. Netzwerktreiber aktualisieren. Wenn wieder nichts zu funktionieren scheint, empfiehlt es sich, die Netzwerktreiber zu aktualisieren. Dies geschieht über den Gerätemanager von Windows. Dieser sollte unter Netzwerkadapter zu finden sein. Wir empfehlen dir aber, nach detaillierteren Anleitungen zu suchen, um sicherzustellen, dass du alles richtig aktualisierst. Dadurch wird sichergestellt, dass deine persönliche Verbindung den Valheim-Server erreichen kann, wodurch in der Regel alle Probleme gelöst werden. Allerdings gilt das natürlich nur für diejenigen, die ihren Netzwerktreiber nicht aktualisiert haben. Firewall-Zugriff erlauben. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Firewall-Verbindung in Valheim verhindert. Unabhängig davon, ob dies durch die Standardkonfiguration von Windows oder ein Antivirenprogramm verursacht wird, ist es wichtig, sicherzustellen, dass dein Spiel vollständigen Zugriff auf die Firewall hat. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, je nach deiner spezifischen Konfiguration. Wir empfehlen dir aber auch hier ebenfalls nochmal nach extra Anleitungen im Internet zu schauen, um auch wirklich 100% sicher zu sein, dass du es richtig gemacht hast. Virenscanner ausschalten. Gerade eben schon kurz erwähnt, aber eventuell ist auch dein Virenscanner für Probleme verantwortlich. Benutzt du einen anderen als den in Windows integrierten Windows Defender, kann auch dieser die Verbindung verweigern. Das kann an zu strengen Einstellungen im Virenscanner direkt liegen oder wenn du Pech hast am Virenscanner selbst. Das ist von Software zu Software unterschiedlich. Trotzdem besteht beim Ausschalten natürlich immer noch ein Restrisiko, dass sich dein PC ein Virus einfängt. Du solltest also abwägen, ob es dir das wert ist, beziehungsweise in der Zeit, in der dein Virenscanner ausgeschaltet ist, so wenig Netzwerkverkehr wie möglich haben. Hier solltest du besonders vorsichtig sein, welche Webseiten du benutzt und welche Dateien du öffnest. Ein DNS-Flush. Ähnlich wie beim Neustarten des Routers wird auch beim Leeren der DNS der Cache auf deinem Computer bereinigt. Dies hilft bei der Vermeidung von Verbindungsproblemen, da es den PC zwingt, seine Datenabfrage zu aktualisieren. Dafür öffnest du die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten und fügst dann diesen Befehl ein. Aber keine Sorge, das hat keine Auswirkungen auf andere Funktionen deines Geräts und ist daher eine sichere Methode, die du ebenfalls ausprobieren kannst. Dafür musst du nur in deine Suchleiste CMD eingeben und anschließend mit Administratorrechten ausführen. Anschließend sollte ein Textfeld aufploppen. Hier gibst du nun den Befehl ein. Egal wie dieses oder andere Probleme auftauchen, in der Regel lässt sich alles irgendwie beheben. Solltest du aber immer noch Probleme haben, deinem Server beizutreten und dieses Problem eindeutig deinem Server zuordnen, dann kontaktiere doch bitte unseren Support. Bei reinen Serverproblemen können wir dir jederzeit helfen, je nachdem, wie viele Anfragen wir zurzeit haben. Für mehr Informationen dazu, schau einmal bitte in das Video oben im i herein. Nun sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir hoffen, dass für dich eine Problemlösung dabei war und du dich jetzt wieder ohne Probleme, aber dafür mit deinen Freunden in der mystischen Welt von Valheim bewegen kannst. Hat dir dieses Video geholfen? Dann zeig uns das doch mit einem Like.
abonniere unseren Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.